ein Remis aus den letzten 5 Spielen. Und dann holte man sich mit Steve Guhuri auch noch eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Letzte Woche nur auf der Bank sollte der Ex-Nationalspieler der Elfenbeinküste gestern nun sein Drittligadebüt feiern. Er spielte auch, aber es gab nichts zu feiern. Ingo Hane. Da ringt ein gestandener Nationalspieler um Fassung. Steve Guhuri, 13 Spiele hat er gemacht für die Elfenbeinküste. Und dann dieser Einstand mit Erfurt in der dritten Liga. Was war da los? Es war nach einem Jahr schon ein bisschen schwer, so zu verlieren. Weil die haben wirklich keine richtige Chance, also Torchancen und drei Ecke, also zwei Ecke und ein Fehler von mir und direkt 3 Tore. Das ist einfach schwierig, das zu kassieren, richtig schwierig. Einst ist er mit Didier Drogba aufgelaufen und jetzt für Rot-Weiß gegen Bielefeld. Vor der prächtig gefüllten Fankurve. Bei Mönchengladbach hat er gespielt, zuletzt in der griechischen Super League. Und jetzt kommt er für den am Knie verletzten Innenverteidiger Möckel. Bielefeld, heiß wie Frittenfett. Die haben etwas wieder gut zu machen. Nach dem katastrophalen Westfalen-Derby 1:3. Bei Münster haben sie verloren und Guhuri gleich im Fokus hat den Ball zur Ecke ins Seiten ausgelenkt. Dick, es läuft die 3. Minute. Klos. Und die Führung für Bielefeld. Erfurt eiskalt geduscht. Da gucken sie sich verdutzt an im 16er. Und vor der Fantribüne, da wird Müller geherzt. Christian Müller bei Hertha, da galt er mal als künftiger Nationalspieler. Bei Cottbus war er dann arbeitslos und hier erlebt er seinen zweiten Frühling, der 30-Jährige. 2. Saisontor, gut einstudierter Standard, der lange Ball von Klos auf den Kopf von Müller. Guhuri ist entsetzt, aber nicht ganz unschuldig. Der Ivora, der steht nämlich bei Müller, lässt ihn dann aber laufen. Dann schüttelt Müller kleiner Heißmann ab und schon steht's 1:0. Wie fällt die Reaktion der Erfurter aus? Langer Ball auf Brandstätter, einer der beiden Stürmer, diesmal von Anfang an dabei. Und Foul an Kamlott, die 2. Erfurter Spitze. Trainer Kogler hatte ja auf einen 4-4-2 umgestellt. Es gibt Gelb für Burmeister und Freistoß für Rot-Weiß. Tyraller. Ja, auch Erfurt kann Standards. Gut getreten der Ball von Tyraller. Schwolo klärt zur Ecke. Und dann wieder die Arminen. Wir stecken noch mitten in der Anfangsphase, gerade mal 9 Minuten gespielt. Foul von Kamlott an Schupan. Es bemüht sich Wiegel und dann Kamlott um den Ex-Dresdner. Es gibt Freistoß für Bielefeld. Dick legt sich den Ball zurecht. Er hatte die Ecke getreten zum 1:0. Das Ganze weit weg vom Erfurter Kasten. Das sind gut und gerne 30 Meter. Und dann ist er doch drin. 2:0. Da haben sie geschlafen und zwar richtig. Philipp Klevin stocksauer donnert den Ball weit, weit weg. Und hier der Torschütze Christoph Hemmlein. Tja, dass Bielefeld Standards kann, das ist doch eigentlich bekannt. Warum Raphael Sichos hier stehen bleibt gegen Hemmlein, das weiß er am Ende selber nicht. Erfurts Trainer Walter Kogler und sein Co. Christian Preußer seit 5 Spielen ungeschlagen. Sie waren die Mannschaft der Stunde und hier verschlafen sie die ersten 10 Minuten. Einwurf Erfurt. Etwas besser im Spiel jetzt. Sie haben Qualität. Und Brandstätter beweist das hier endlich auch mal. Da kommuniziert er mit den Erfurter Fans. Tja, mehr war nicht drin. Macht er gut hier, nimmt den Ball direkt und Glück für Schwolo im Bielefelder Kasten. Und hier Guhuri fällt immer wieder als Motivator auf. Das kann doch nicht mein Einstand sein. Eine Niederlage, denkt er sich. Und dann kommt Erfurt mit einer dominanten Schlussoffensive in Hälfte 1. Sie wirken jetzt griffiger. Aber die Abschlüsse, na ja, Okan Aydin. Dann ist Halbzeit, 0:2, Walter Kogler, was machst du jetzt als Trainer? Ganz einfach, er motiviert seine Mannschaft. Hier, Klaps für Okan Aydin. 2. Hälfte, Erfurt ist zwischen der 46. und 60. Minute die gefährlichste Mannschaft auswärts. Wir sind schon 4 Minuten drüber. Wiegel, Schwolo, Kamlott. Und dann ist es mucksmäuschenstill auf der Alm. Der Anschlusstreffer. Carsten Kamlott lässt sich feiern. Läuft zum Anstoßpunkt. Und dann wird es etwas lauter.
Doch kein Tor. Schiedsrichter Gerach sagt, abseits. Willst du mich verarschen? Tja, René Twarzig, Erfurts Torwarttrainer, ist außer sich. Verständlich, wie er haben hier viele gedacht. Das Tor war nämlich gegeben worden und dann soll es doch abseits gewesen sein von ihm, von Brandstätter. Hier klärt Timo Gerach Carsten Kamlott auf. Dick steht daneben, Möwald kommt hinzu. Und dann der Fingerzeig Richtung Brandstätter. Der soll nämlich einen Schritt vor Salga gestanden haben. Die Kameraperspektive täuscht, könnte sein, doch hat er den Ball auch tatsächlich berührt. Wir haben uns die Szene so an die 50 Mal angeschaut und es sieht tatsächlich so aus, als hätte er dem Leder einen winzigen Drall gegeben, aber ganz, ganz schwer zu entscheiden und natürlich ganz bitter für Erfurt. Hier nochmal die Reaktion von Gohori. Sie waren ja drauf und dran, hätten das Spiel vielleicht drehen können. Und Gohori ist dann übrigens gleich nochmal in Aktion zu sehen. Erstmal Schwolo donnert die Pille weit nach vorn, scheinbar nicht gefährlich. Gohori und plötzlich sehr gefährlich. Der eingewechselte Testro auf Dennis Maas, 3:0. Das war's. Mast, der Exzellenzer, sagt Danke bei Destro, hätte sich aber auch bei Gohori bedanken können. Denn der leitet diese Möglichkeit so richtig ein. So wird's ein gebrauchter Abend für Erfurt und für den Neuzugang von der Elfenbeinküste. Gohori K.O. Und jetzt wissen wir auch, warum er so lange so ungläubig in den Bielefelder Himmel starrt. Ich muss die einfach besser nehmen. Und dann, ja, einfach so. Ich nehme das mit auf meine Kappe. Das soll nicht passieren. Und reichlich Diskussionen gab es natürlich zum nicht gegebenen Tor von Carsten Kamlott wegen Abseits von Simon Brandy Brandstätter. Brandy sagt, er war nie und nimmer dran. Und der Schiedsrichter sagt, wenn Brandstätter dran war, war es Abseits. Aber Brandy sagt, er war nicht dran. Von daher, normales Tor oder reguläres Tor, aber ja, sollte nicht sein. Tja, manchmal gibt es halt so Tage, da wärst du am liebsten im Bett geblieben. Tja, also Erfurt damit erstmal runter von den Aufstiegsrängen.